Als nächstes, wir haben vorhin gehört, Menschenrechte. Menschenrechte sind unteilbar, sagen wir heute. Menschenrechte sind universell. Es kann nicht sein, dass manchen sie gewährt wird und manchen nicht. Und deswegen hören wir jetzt Ramona Lenz. Ramona Lenz ist Referentin für Flucht und Migration bei der Frankfurter Hilfs- und Menschenorganisation Medico International. Medico unterstützt Partnerorganisationen im globalen Süden, die Flüchtlingen, Migrantinnen zur Seite stehen und für das Recht für Freizügigkeit einstehen. Wenn wir es ernst meinen mit der Unteilbarkeit der Menschenrechte, dann müssen wir aufhören, Menschen und ihre verschiedenen Rechtsverletzungen, die sie erleben, gegeneinander auszuspielen. Nicht die, die schon länger hier leben, gegen die, die gerade erst ankommen. Nicht die, die Hals über Kopf ihr Zuhause verlassen mussten, gegen die, die Zeit hatten, in Ruhe ihren Koffer zu packen. Nicht die, die vor Hunger und Rohstoffraub fliehen, gegen die, die vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind. Wer Fluchtgründe ordnet, hierarchisiert und über ihre Anerkennung entscheidet, entscheidet immer in existenzieller Weise über Lebenswege und Zukünfte. Man könne verschiedene Gründe für Flucht und Migration säuberlich voneinander trennen, entspricht einem Verwaltungsdenken in nationalstaatlichen Grenzen. Den gegenwärtigen Weltverhältnissen wird das schon lange nicht mehr gerecht. Wir wissen, dass eine grenzenlos mobile Elite immer größere Reichtümer anhäuft, während große Teile der Weltbevölkerung in Armut und Elend feststecken. Wir wissen, dass der Klimawandel voranschreitet und doch gibt das Postulat von Wirtschaftswachstum und Konsum weiter den Ton an. Wir wissen, dass immer mehr Menschen fliehen werden, wenn die Privilegierten dieser Welt ihre Produktions- und Lebensweise nicht ändern. Hören wir auf, die Verzweifelten an unseren Grenzen zu sortieren. Kümmern wir uns lieber um die himmelschreiende Ungerechtigkeit der Weltverhältnisse. Wer von der Globalisierung profitiert und das Recht auf Freizügigkeit für sich in Anspruch nimmt, darf es anderen nicht verwehren. Vielen Dank.